Falls eine nicht Groundwater dabei ist, mache ich noch ein zweites Mal auf. Aber nur dann. Hey Kinders, was geht bei euch ab? Willkommen zu einer weiteren Aufnahme hier auf Zero Skins Try Your Luck. Ich zeige euch wie immer am Anfang, wie die Seite funktioniert und dann wird reingegambelt. Keine Sorge, ich habe ja diese Zeitspuren im Video, da könnt ihr so ein bisschen durchklicken, wenn ihr die Erklärung schon kennt. Somit kommt zuallererst hier vorne die Belehrung, dass Glücksspiel ab 18 Jahren ist. Macht das nicht, wenn ihr jünger als 18 Jahren seid und macht es auch bitte nicht, wenn ihr euch nicht voll und ganz unter Kontrolle habt und euer Geld auch. Das ist ganz wichtig, sonst haut ihr da nur unendlich viel Geld raus oder halt nicht zwingend unendlich, aber einiges und werdet unglücklich. Macht das nicht. Ihr müsst euch unter Kontrolle haben, ihr müsst euer Geld unter Kontrolle haben und mindestens 18 Jahre alt sein, aber eher noch deutlich älter, um reindaddeln zu können. Okay? Sehr schön. Somit kommen wir zum Teil, bei dem ich zeige, wie man die Seite am besten benutzt, bevor ihr überhaupt irgendwas einbezahlt. Geht ihr auf die Freecase und öffnet die Freecase einfach mal, ja? Die Anmeldung zeige ich jetzt nicht, ihr könnt euch einfach mit E-Mail und Passwort anmelden. Zack, ihr könnt eine neue E-Mail machen, neues Passwort, alles Chili Vanilli. Wie gesagt, Freecase öffnen, danach geht ihr auf Benefit Center, dann auf hier unten auf Daily Case. Klickt hier auf die Details bei der Daily Case, lasst die Seite aufgehen, dann öffnet ihr diese Daily Case. Ah, ich dachte gerade, das wäre under Construction, aber nein. Dann hoffen wir halt auf irgendwas Gutes, ne, bei dieser Daily Case, aber ich kriege nichts Gutes. Somit bekomme oder würde ich jetzt 50 Cent bekommen, wenn ich das hier unten erfülle, hier, diesen Task. Ich muss 3 Coins einzahlen, um diese 50 Cent zu bekommen. Das ist in dem Fall jetzt natürlich irgendwie Quatsch, ne? Beziehungsweise man kann es natürlich machen, wenn man möchte. So hat mal 50 Coins, 0,5 meine ich, Coins am Start. Und ich sagte ja gesagt 50 Cent, also es sind 50 Cent. Ein Coin ist 1 Dollar und 0,5 sind 50 Cent. Ich müsste jetzt hier die 3 einzahlen, damit ich diese 50 Cent geschenkt bekomme. Wenn ich das mache mit diesen 3 Einzahlerei-Geschichten. Dann habe ich hier im Benefit Center wiederum im Task Center eine Aufgabe. Oh, das hat sich hier aber verändert. Ah, wo ist denn das? Daily Task hier unten. Dann habe ich hier Daily Task auch abgeschlossen mit diesen mindestens 3 Coins einzahlen. Dann bekomme ich Minimum 30 Cent, also 0,3 Coins geschenkt. Es kann aber wohl auch mehr sein. Und wenn ihr das dann gemacht habt, also wenn ihr tatsächlich diese 3 eingezahlt habt, oder mehr, aber wenn ihr mindestens 3 eingezahlt habt, dann könnt ihr auch bei mir in meinen Giveaway-Raum rein. Dazu geht ihr einfach auf Giveaways, dann geht ihr auf den Streamroom oder auf die Streamrooms und klickt dann hier bei mir auf Join und könnt dem Raum dann hier oben rechts beitreten. Der Code ist Bubbler, ich kann nicht in meinen eigenen Raum. Tada! Somit habt ihr die Seite dann optimal genutzt. Bei dem Benefit Center ist halt eine wichtige Sache, beziehungsweise bei der Daily Case. Wenn ihr was Größeres bekommt, zum Beispiel diese Cortex, dann weiß ich nicht genau, ob ihr dann immer noch nur 3 Coins einzahlen müsst oder mehr, weil wir hatten jetzt jemanden, der hat den hier gewonnen und der musste 13 Coins einzahlen. Nicht 3, sondern 13, dass er den bekommt. Das ist natürlich madig. Ich meine, klar kann man dann sagen, gut, ich habe ungefähr 13 Coins schon auf der Seite, schalte die mit weiteren 13 frei und kann den schon mal safe auszahlen und könnte dann aus den 13 Coins ein bisschen was rausholen vielleicht. Noch nicht mal zwingend gewinnen, aber wenn ich da dann halt 3, 4, 5 Dollar oder Coins noch rausholen würde, hätte ich ja Plus gemacht, ne? Ich habe nur 13 reingegeben und gehe aber mit 15, 16, 17 raus. Aber das ist dann auch wieder so eine Hin- und Her-Rechnerei. Das, ja, muss man halt für sich selbst wissen. Darum mindestens 18 sein und so weiter, ne? Ich habe für heute 311 Coins am Start und werde jetzt auf Wunsch in die kleineren Kisten wieder reingehen, vor allem unsere Testerei hier vorne weiterführen, ob bei dieser Shearing the Wolf Case, wenn wir die goldenen Sachen bekommen, eher der Revolver kommt und nicht das Knife. Denn es ist zwar offiziell nicht bestätigt, man sieht an den Chancen nicht. Wir gehen aber davon aus, dass diese 5% nicht auf alle hier gleichmäßig verteilt werden, sondern dieser Revolver von den 5% wahrscheinlich 4,9 oder 4,95 hat und die Knives viel weniger. Ich werde damit anfangen und mich dann langsam über Cases wieder hangeln. Also es wollen sich wieder Cases ist gewünscht, so machen wir das auch. Die Expirations haben wir ja so ein bisschen abgeschrieben, nachdem unsere 1-Dollar Expiration leider entfernt wurde. Somit, wie gesagt, bleibe ich bei den Cases. Also gut, Lucky Items haben wir auch schon lange nicht mehr gemacht, ich weiß, aber das hat mir bis jetzt eigentlich auch nicht so viel Spaß gemacht, muss ich ganz ehrlich zugeben. Gut, wir haben letztens so ein Knife hier rausgezogen, das weiß ich noch. Da haben wir dann mit ganz, ganz wenig Einsatz, ich glaube mit, waren es 20%? Ja gut, das sind trotzdem noch 17 Dollar. Sind wir rein und haben dann halt ein Knife bekommen oder so. Ich weiß nicht mehr genau, wie der Ablauf war. Aber ja, das machen wir jetzt nicht. Wir bleiben hier bei den kleineren Sachen. Denn euer Argument ist dann natürlich, hey, zeigt doch mal den Vorgang, wie es eben für jemanden ist, der hier als normaler Mensch reingeht. Also mit 20 Dollar oder 50 Dollar maximal hier reintestet. Oder wenn es hochkommt, 100, aber nicht mehr. Und da macht man natürlich dann nicht einfach hier so ultimativ fette Kisten auf, sondern ist ja eher in dem kleineren Bereich unterwegs. Also in, ich sag mal in allem, was unter 10 Dollar liegt. Ne? Hiermit fangen wir an mit dem Shearing the Wolf Teil. Ich mache jetzt einfach mal diverse Male auf.
Ich glaube sogar durchgehend mit Animation oder ohne. Ich überlege gerade. Ich meine, für die reinen Ergebnisse wäre ohne besser. Aber es ist und bleibt ja trotzdem ein Gamble-Video und sonst ist es ja nicht wirklich gegambelt, weil da immer noch steht, sie haben verloren, 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 gewonnen und so weiter. Wir haben 1,20 Dollar gemacht. Ja, ich verkaufe das Zeug direkt wieder. Wir haben uns gemerkt, dass wir bei 300, wo haben wir gestartet? Könnt euch ja ausrechnen. Wir dann jetzt also hier rein und gucken dann am Schluss auch natürlich, ob wir da jetzt irgendwie mit einem großen Plus oder Minus raus sind. Wir merken uns eben einfach diese 300, was waren es, 111 Dollaris. 1,14, naja, da kommt ja noch gar nichts Gutes rum, Mensch, hey. Gönn uns doch mal zumindest ein goldenes Ding, selbst wenn es ein Revolver ist, was soll's. Oh, da ist der Revolver am Start. Wir gehen mit 2,66 raus, sind mit 2,55 rein, also ein winziges Plus haben wir gemacht, wenn ein goldenes Fensterchen erscheint oder ein goldenes, eine goldene Platte. Jetzt gucken wir mal, was hier noch rankommt. Vielleicht noch ein... Oh, ein weiterer Revolver, okay. 2,45, der hat keine so gute Wear wahrscheinlich. Oder die anderen liegen in einer nicht so guten Wear vor. Der ist nämlich immerhin, der ist auch Factory New, ja. Also hier haben wir sogar 5 Cent minus gemacht wieder. Ne, 10 sogar. Ich glaube, ich mache doch gleich die Animation aus bei diesem Test hier. Das ist irgendwie, glaube ich, nicht so gern gesehen, wenn man jetzt hier halt dieses Rollen sieht in diesem Ultra-Low-Bereich. Sell. Ich habe übrigens 209% plus, wenn wir hier den Revolver ziehen. Ich gehe mal auf Skip Animation und drücke jetzt noch 5-mal rein. Wir haben 2 goldene gezogen und beide Male waren es die Revolver. Bis jetzt nur die Elites. Ah, okay. War jetzt, glaube ich, das dritte Mal, jetzt kommt das vierte Mal. Immer noch nur Elites. Guck mal da oben. Ausschließlich Babbler drin. Mit Lost. 5-mal geballert. Alles ging in die Hose. Ich gehe noch 5-mal rein. Da ist wieder ein Revolver am Start und wir haben trotzdem Minus. Trotzdem mit Minus raus. 2 Revolver. Okay, das hatte ich, glaube ich, noch nie. Wir sind bei 100% Revolver. Wenn Gold, dann Revolver. Noch 3-mal, glaube ich. Dann haben wir die weiteren 5-Male gemacht. Nein. Nein. Ah. Das ist natürlich jetzt... Okay, und ich denke, jetzt gehe ich auch raus, außer es... Ne, es ist kein Revolver. Schade. Also ich habe jetzt nochmal, keine Ahnung, 15-mal oder so aufgemacht. Da war dann nur noch Schotter drin, beziehungsweise der eine Speck gar nicht. Ah, hier lädt es doch nach. Es lädt ja nach. Da kam nur noch hier Schotter raus. Wir können trotzdem nach wie vor feste sagen, dass bei dieser Kiste oder dass generell halt diese Chancenverteilung nicht gleichmäßig ist bei den Farben. Aber das haben wir, glaube ich, beim zweiten oder dritten Mal eigentlich schon so halb festgestellt. Wir bleiben hier einfach noch kurz in der Silver Elite Master Dingens und gehen hier noch ein paar Mal rein. Hier kann man immerhin auch nicht auf Groundwater fallen. Das heißt, wir mussten uns dann heute noch gar keine Groundwaters angucken. Herrlich, herrlich wirklich. Und an sich sieht das ja hier mittelmäßig vernünftig aus. Wir gehen mit 2,40 rein und kommen raus mit einem Dollar. Das ist natürlich nicht so gut. Wenn man mit wenig Geld reingeht, dann will man natürlich möglichst lange reindaddeln, ne? Weil man die ganz, ganz, ganz fetten Gewinne ja eh nicht einfahren kann. Also diese riesen, riesen Gewinne. Mit 2,28 raus. Mit wie viel bin ich rein? 2,40. Uff. Ja, man will sich ja dann eigentlich um des Gamblens Willen über Wasser halten. Also so würde ich es zumindest sehen, ne? Wenn Wollen und ich gamblen sind, habe ich euch schon oft erzählt. Dann sind wir da einfach nur für die Zeit, nicht für den Gewinn. Ne, wenn wir mal tatsächlich also ins Casino gehen, dann ist der Gewinn ein schöner Beigeschmack. Aber wichtig ist dann natürlich die Zeit, die wir da verbringen. Dieses lässige, das lässige gemeinsame Hocken, ein bisschen was naschen und sowas, erzählen und einfach diese Atmosphäre im Casino selbst. Und ich denke, wenn jemand mit wenig Geld reingeht, da ist natürlich schon auch der Wille da, dass man was rausholt, natürlich, logischerweise. Man will das Geld nicht einfach so verbrennen, aber man will ja auch diesen Nervenkitzel haben, des Drehens an sich. Ne? Das ist ja auch der Grund, warum es solche Spin-Spiele fürs Handy gibt, mit Spielgeld, mit gar keinem echten Geld. Also du kannst da einfach unendlich oft mal drehen und kannst dabei kein echtes Geld gewinnen, also gar nichts eigentlich. Und trotzdem machen es zig Millionen Leute, einfach um dieses Gedudel zu haben. Aber die Kiste, kann ich euch jetzt direkt sagen, diese Cybercase, die macht gar nichts. Also da habe ich, wir haben gerade nur Minus gemacht. Bis jetzt generell nur Minus, aber hier ist ja wirklich kompletter Lellebäppel-Salat nur drin. Das habe ich vom Anfang gar nicht so, Gold, vom Anfang gar nicht so in Erinnerung gehabt. Ah, eine Pulse, aber ich verkaufe es trotzdem. Ein bisschen Plus gemacht, aber ich verkaufe es. Das hat sie jetzt wieder gehört und wollte es uns direkt zeigen. Nee, macht mal nicht noch Minus. Also wer, wie gesagt, mit richtig, richtig, richtig wenig Geld am Start ist, der kann hier in die Dinger reingehen. Ihr müsst halt auf die Chancen gucken und einsehen, dass hier im Goldbereich das Knife wahrscheinlich nicht gerade den größten Anteil von diesen 5% haben wird. Ich mache ja auch nochmal 3 auf und von der Kiste rechts nebendran auch nochmal 3. Geht dann aber weiter zu den etwas dickeren Cases, um jetzt hier nicht komplett
auch versauern zu müssen. Hier auch wieder keine Groundwater, wurden die entfernt oder was? Mit 72 rein, mit 1,5 raus, so. Ja, die Handschuhe haben wir hier nämlich noch. Da können wir auch einmal kurz rein und gucken, was passiert. Eine Bullet Queen wäre natürlich nice, ne? Berries and Cherries auch. Haben wir die Berries and Cherries hier rausgeholt damals? Nee, ne? Ich glaube nicht. Ich glaube, dass... Oh, Gold schon wieder. Aber die ist nicht genug... Doch. Ich verkaufe sie, weil wir davon eh genug haben. Aber das war jetzt immerhin auch wieder ein kleines Plüsschen, mit dem wir hier rausgegangen sind. Kommen wir nochmal zwei auf und gucken... Ob wir da auch nochmal ein goldenes rauskriegen, aber ich glaube eher nicht. Bei 5 denkt man sich schon, die Chance ist so gering, was wirklich Gutes zu bekommen, dass da nicht viel passiert. Aber wenn du dann nur 1 oder 2 aufmachst, ist es halt direkt noch viel weniger Chance, so vom Feeling. Also was es ja tatsächlich auch ist. Da wirkt es dann ultra weit entfernt, da einen Win rauszuziehen. Was mir auf jeden Fall noch ins Auge gefallen ist, ist einmal diese Icarus 50% Geschichte. Dann hier oben die Butterfly Knife, die gerade runtergesetzt ist. Und natürlich die mit dieser In Living Color. Wo ist die In Living Color drin? Ich weiß leider nicht, wo die In Living Color drin ist. Ich hätte schwören können, es gab eine Kiste, die hieß sogar... Ja, da ist sie doch, da ist sie doch. Da ist sie ja sogar vorne drauf, bin ich blind? Und die ist gerade runtergesetzt. Boah, es ist halt der Hauptgewinn, ne? Wir hatten eine, da gab es ganz, ganz viele Sachen, die waren ein bisschen teurer. Und da war die halt bei den mittleren Gewinnen dabei und nicht der Hauptgewinn. Das ist natürlich... Man hat zwar 20%, man denkt sich wieder, oh, 20%, aber eher Food Chain, ne? Ja, ja. Komm, das machen wir jetzt ein paar Mal. Also ich... Oh, uff, aua. 5,78 zurück. Naja, ich würde sagen, mindestens 3 Mal machen wir die auf. Also die In Living Color. Ich habe es jetzt schon, glaube ich, das dritte Video, in dem ich versuche, an so eine In Living Color ranzukommen. Ich hätte sie echt gerne, aber es gönnt nicht. Gönnt dann auch so eine kleine, süße Kleinigkeit. Zumindest irgendwas Plusmäßiges. Eine Slate wäre natürlich auch nice, aber schon wieder die. Schon wieder diese Trigger-Disziplin. 3,49 nur. Die Trader ist nice. Das habe ich ja letztes Mal auch gesagt. Die will ich, dann habe ich es auch bekommen. Okay. Living Color, wie gesagt, sweet. Slate auch in Ordnung. Aber die drei hier hinten, die haben wir jetzt schon so unglaublich oft bekommen. Oh! Oh! Ja! Du musst nur meckern. Nice, geil. Okay, das freut mich jetzt richtig und ich bin sehr überrascht, dass die jetzt rumkamen. Die holen wir da ganz lecker raus, Leute. Das gibt ein schönes Giveaway. Ach Gott, ach Gott. Übrigens, Livestreams gibt es jeden Dienstag und jeden Donnerstag ab 18 Uhr und jeden Freitag ab 22 Uhr. Und da gibt es immer diese ganzen Giveaways. Einfach mal rankommen. Muss ich mir direkt angucken, Alter. Oh! Sollen wir so eine zweite rausholen? Sollen wir es wagen? Glaubt ihr auch, dass die Kiste gerade jetzt richtig anfängt zu gönnen? Huh. Da habe ich mich möglicherweise verhört. Aber was ist es bei 3? Da gönnt sie richtig. Eine in Living Color... Eine Traitor, eine Slate. Hey, dann bin ich zufrieden. Dann bin ich vollends zufrieden. Dann ist alles gut. Dann können wir gehen. Ach ja, eine Trigger-Disziplin. Kannst du vielleicht eine Trigger-Disziplin brauchen? Nein, kann ich nicht. Aber geil. Die Living Color ist am Start. Das freut mich. Golden Chest, 10% Chance. Ich muss Ihnen das einfach nochmal schreiben. Dass das irgendwie so ein bisschen schmarrnig ist, ne? Weil du hast halt keine 10% auf das Ding. Übrigens, Statrack. Blumi, hast du nicht gemeint, du hättest gerne, dass Statrack-Waffen drin sind? What are you talking, bro? What are you talking? Ja, ich glaube, da kann man schon einmal mit 13,50 Dollar reingehen. Ich denke, dass dann natürlich ja, so eine Redline rauskommt, logisch. Nochmal eine Redline und dann noch so eine kleine Neifarine. Oh, komm, einmal noch, oder? Also ein weiteres Mal Only Groundwater. Kann nicht sein. Das kann nicht sein, nein. Das könnt ihr mir nicht erzählen. Es ist rein statistisch gesehen gar nicht möglich. Adam! Schnell hier raus. Es ist schon wirklich sehr verlockend. Auch sowas hier, du denkst dir, oh, 19. Du hast ja 10% auf irgendein Knife. Also es muss ein... Wenn du hier zuschlägst, hast du ein Knife. Aber... Man weiß irgendwie, dass hier wahrscheinlich eher die Groundwaters wieder glänzen werden. Ich mach 2 auf. Ach komm, wisst ihr was? Ich mach 3 auf. 10% haben wir schon oft gehittet bei anderen Cases. Wie bei der Shitty Wolf Case zum Beispiel. Das ist hier dieselbe Chance... Also irgendein Knife zu bekommen, wahrscheinlich das hier vorne halt, das günstigste, oder die Daggers, keine Ahnung, wie bei Shield the Wolf, den Revolver zu bekommen. Und der kam ja ab und an. Hätte ich genug Finanzen, also hätte ich jetzt einfach Tausende von Dollar oder generell unendlich viel Guthaben hier auf der Seite, dann könnte ich so oft aufmachen, bis dann so ein Knife kommt, logischerweise, ne? Aber jetzt schmeiße ich halt 57 Dollar weg für 3 Groundwater, ne? Das ist natürlich, aber wisst ihr was? Eine mache ich noch. Komm, jetzt fahr das Knife raus, ich will es so sehen. Das ist wie bei deinem Living Color. Ich sag, ich hätte jetzt gerne Knife und dann krieg ich den Groundwater. Oh, shit. Was ist denn das hier? 1 Dollar. Ja, Trigger-Disziplin natürlich. Ach so. Du hast hier 1% auf den coolen Kram und 9% auf den Schotter und 90% auf den richtigen Kack. Ich mach einmal 5 auf. Ein einziges Mal. Falls eine nicht Groundwater dabei ist, mache ich noch ein zweites Mal auf. Aber nur. Nur dann.
Slow Cases sind's? $40 rausgeholt, ne? Na gut, jetzt legen wir uns natürlich ab. Also die Wildfire legen wir uns ab. Das ist ein schönes Ding. Sehr, sehr nice. Gut, dann muss ich doch mal aufmachen. Klar, habe ich ja versprochen. Ey, direkt das 1% gerollt, aber beim Knifex nicht? Oh, schade. Da wäre man nämlich ein gutes Stück wieder ins Plus gerutscht mit dem Knifflichen. Schon wieder auch trotzdem eine Trigger-Disziplin und nicht einfach leer ausgegangen. Also ich werde ja so lange weitermachen, bis die Kiste gar nicht mehr gönnt und wir nur noch Groundwater bekommen. Oder bis zum nächsten guten Purple- oder Gold-Item. Dann würde ich auch rausgehen. Ah, okay. Sie will uns festhalten. Wir kriegen auch immerhin $3.13 zurück. Also es ist dann auch nicht so ein riesiger Weitwurf. Wobei wir schon trotzdem gut werfen, ne? So overall. Und wenn ich jetzt überlege, was wir heute bis jetzt eingefahren haben, das ist so gut wie gar nichts. Schon wieder! Also wir hitten hier, behaltet es mal im Kopf, wir hitten ja jedes Mal die 9%. Jedes Mal bis jetzt. Und eben hatte ich 10% auf Knife! Da fragst du dich halt auch wieder, sind die 10% da drüben dieselben wie jetzt hier 10 oder 9%? Oh, das ist doch nicht wahr! Ich hitte hier jedes Mal! Also jetzt muss sie mir was Schönes gönnen oder gar nichts. Aber nicht schon wieder hier so ein Kack-Zwischending. Nee, aber das ist auch nicht. Das kann doch nicht die echte Prozentzahl sein. Ich hätte doch nicht durchgehend die 9%. Ich meine, rein aus der Theorie dahinter kann das passieren. Das kann ständig passieren. Weil das ja jedes Mal genullt ist. Das Spiel oder die Seite weiß nicht, was ich davor. Alter! Okay. Leute. Ey, das ist jetzt aber gerade mal heftig, ne? Die 1-Dollar-Case ist es! Die lege ich jetzt mal zurück, können wir später aber noch verkaufen, wenn wir noch Geld brauchen. Also zwei davon brauchen wir nicht. Eine für ein Giveaway, nice. Ich meine gut, wenn wir in ferner Zukunft nochmal eine haben wollen, kann man ja gucken. 3.929% plus übrigens hier in der Case. Und gibt es hier nochmal was, oder? Ah, da ist es. Da ist der Gong, der uns endlich befreit. Also einmal drehe ich noch, aber dann gehen wir raus. Ich will jetzt nur gucken, ob das nicht so ein kleiner Fake war. Ah, da sind wir schon wieder im Spiel. Guck's dir an. Sogar fast die $5 rausbekommen, ne? Fast. Ha. Wenn man überlegt, bei der Exploration, ich sag einfach jetzt Operation zur Exploration, okay? Bei der Operation. Die hat ja auch nur $1 gekostet und da gab's auch Runden, in denen eben mal nichts rumkam. Aber overall hat man da ja Plus gemacht und vielleicht liegt es jetzt nur daran, weil die halt auch $1 wert ist, diese Case, aber ich habe so ein bisschen dieses Feeling von diesem, von dieser $1. Operation. Guck mal, hier auch wieder kein so großes Minus gemacht. Also da könnte man fast sagen, wir gehen bis auf 100 runter und schauen, wie wir dann am Schluss da standen. Also wir haben hier jetzt schon über $80 aus der Case rausgeholt, haben aber sicherlich noch keine 80 reingehängt. Das ist natürlich ganz nett. Also wir sind nur auf diese Case bezogen im Plus, aber nur hier. So wie bei der Exploration auch. Vielleicht haben wir da wieder was Schönes, wo man dann was rausziehen kann. Weil die hier ab und an spielen, also jetzt ihr, wenn ihr von mir heraufkommt und ab und an spielt, den gebe ich natürlich schon gerne Tipps, wenn möglich, ne? Und das hat ja auch bis jetzt ganz gut gefruchtet. Also Saikusa zum Beispiel oder auch Briggs, Gretel und so weiter, da wurde recht oft auch ein Plus eben rausgeholt oder ausschließlich Plus rausgeholt. Aber jetzt gibt sie mir gerade gar nicht mehr, jetzt gönnt sie mir nicht mehr. Vielleicht ist sie doch nicht so zu empfehlen. Ich denke, wir sind nach wie vor trotzdem nur auf dieser Case oder mit dieser Case im Plus. Aber wenn es jetzt hier so weitergeht, dann ist es so wie bei der Ey! $120 Minimum hier schon rausgeholt, ne? Ich hol die auch nochmal raus. Also wir sind hier drin dick im Plus. Ich mache jetzt noch, wie gesagt, bis auf die 100 runter, also diese Drehung und die nächste. Und dann gehen wir mal ganz kurz in uns und überlegen, ob uns einfällt, wie viel wir hatten, als wir hier angefangen haben. Ich weiß leider nicht, aber ihr könnt ja nachschauen und es dann in die Kommentare schreiben, bei wie viel Dollar wir das erste Mal in diese Case reingegangen sind. Wir sind jetzt genau bei 100. Je nachdem, was hier jetzt rauskommt, können wir uns entscheiden. Das eine mache ich noch. Die eine Drehung mache ich jetzt noch. Wir sind ja fast bei 105. Fast. Also jetzt wieder. Halt auch fast wieder auf 100. Das füttert einen so richtig an. Also das Exploration-Feeling ist da. Schon wieder. Du machst ja keinen riesen Verlust. Du bist immer so. Und insgesamt machst du ja gar keinen. Damit. Ich mache damit gar keinen. Nicht, dass man denkt, ja gut, hier gewinnt man immer, ne? Ich dachte gerade ganz kurz, da wird doch nochmal eine kommen. Ganz kurz habe ich damit gerechnet. Ich mach nochmal. Aber das ist das Letzte. Außer wir fahren was Dickes ein. Sonst ist es jetzt das letzte Mal, weil
Jetzt kommen wir eh nicht mehr mit so einem kleinen Stinkegewinn über die 100 drüber. Na. Schon wieder die Dinge. Wow. Ja, okay, das war's. Also, da könnte man vielleicht das nächste Mal ausschließlich probieren. Ich weiß nicht, wie die heißt. Hier oben steht der Name. Die war rechts bei einem Dollar gestanden. Also diese Case, wenn jemand hier rein gambelt, unter den Voraussetzungen, die vorhin genannt wurden, testet die auch mal und schreibt mir gerne mal in die Kommentare, wie das für euch so gegangen ist, wenn ihr da von vornherein reingeht. Also ich glaube, wir hatten wir $200? Ich glaube nicht. Ich glaube, wir hatten 160 oder so, als wir angefangen haben, in diese Kiste reinzugehen. Jetzt vom Feeling her, 160, ne? Und wir haben aus der Kiste Folgendes rausgeholt, 120 und reingesteckt circa 60. Dann haben wir 60 reingesteckt und haben 120 rausgeholt. Also wir haben unseren Einsatz verdoppelt, den wir reingesteckt haben. Das ist ganz nett. Das hier war auch sweet, dass die gedroppt wurde, aber insgesamt stehen wir bei 146, also sagen wir $150. Und wir waren bei 360, ne? Ne, 311 waren wir. Wir sind jetzt somit also bei 250, einfach mal so halbarschig aufgerundet, also schon dick im Minus. Ich hätte von vornherein in die $1-Ding reingehen sollen. Das fuchst mich gerade ein bisschen, dass ich die nicht sofort am Anfang gesehen habe. Weil die hätte wahrscheinlich da auch schon gegönnt, sage ich jetzt einfach mal. Und dann wäre ich da vielleicht länger drin geblieben. Wir hätten dann vielleicht auch ein besseres, anfassbareres Ergebnis. Ich wollte noch in diese eine Knife rein. Ist es das hier? Butterfliegenteil? Ach, Groundwater wieder. Ist halt ekelhaft, ne? Wir machen mal drei auf und gucken. Aber die Groundwater, die ist es halt dann doch nicht. Ne? Wir haben hier auch wieder diese 9%. Die gehen können. Und denkt dran, die haben ja vorhin andauernd getroffen. Oder halt 1% das hier vorne. Und da ist es wahrscheinlich ein Safari Mesh. Und nicht das super tolle Doppler. Lass knacken. Ja. 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 Oh, 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 oh. Das sah gar nicht übel. Also von den Visuals her sah es nicht übel aus. Aber es war übel. Es war übel. Ich würde fast 5 von denen aufmachen. Vor allem, weil wir jetzt eh langsam am Ende des Videos sind und ich diesmal wieder runter auf 0 gehen will. Von den Pinunse her. Deswegen gehen wir jetzt hier nochmal ganz rein. Also so oft, wie wir vorhin die 9% geknackt haben, da müsst ihr hier mindestens einmal noch die 9%... Es geht doch. Ist nicht so arg viel wert, aber die nehmen wir auf jeden Fall mit raus. Das ist ein schöner Skin in FN. Das ist ganz lecker. Und ich demande ein weiteres Mal, die 9% zu hitten. Und wehe nicht, wehe dir nicht. So, komm, gönn mir die 9%. Wir können auch genau einmal drehen. Ich würde sagen, das ist Schicksal. Machen wir. Oh Gott, das wird jetzt noch 5-mal die Groundwater und das war's. Wo ist meine gute alte Grundwasser? Oh Gott, ich beschreie sie ja schon. Nein, ich hab sie beschrieben. Shit. Also mit $1.22 kann man schon nochmal in die $1-Case reingehen. Also komm, ich bitte euch, meine Damen und Herren, ich bitte euch. Gib mir die 9%. Dann hätten wir $3, ne? Die sind ja immer irgendwie hier $3 wert, die Dinger. Wenn wir jetzt schon wieder die 9%... Oh! Na, also! Okay. Ja, ist gut. Weil jetzt können wir schon 3 aufmachen. Oh Mann. Also das war wirklich lucky, dass es jetzt am Ende nochmal ging. Komm, 9%. Ach, shit! Schade. Okay, das war's. Ich dachte, wir schaffen's, aber nein. Nächstes Mal gehe ich da rein und nehme einen festen Betrag direkt am Anfang und versuche dann nur in diese $1-Ding reinzugehen. Die ist auch ganz neu, das heißt, die wird nächstes Mal 100 Pro auch noch da sein, nehme ich an. Mit $100 rein. Komplett runterdrücken, die $100, aber jeden Gewinn nehmen. Also wir nehmen jeden großen Gewinn. Die Dinger verkaufen wir natürlich wieder, den Crap. Dann geht das ganz gut. Ja, wisst ihr was, wir können noch ganz kurz mit den 31 Cent hier bei Lucky Items. Bei der hier, glaube ich, können wir einmal rein. Ja, los geht's. 5%. Na ja, wieder. Ich trinke mal einen Schluck. Ah, schade. 2 Cent, yay. Dann werde ich jetzt wie immer auszahlen, um euch zu zeigen, dass das auch alles funktioniert. Und die Skins gibt es, wie gesagt, dann auch auf Twitch in den Giveaways. Wir sehen uns also dort, aber jetzt auch erstmal gleich noch beim Auszahlen. So, Dille, also, gehen wir zum Auszahlen. Ich habe folgende Sachen für uns rausgesucht. Natürlich die In Living Color, das ist klar. Dann der Dezimator. Des Weiteren die Water Elemental mit dem Teil hier. Und zu guter Letzt halt noch geschwind diese eine Food Chain, komm. Sobald ihr euch dann alles ausgesucht habt, klickt ihr hier unten auf Withdraw Items und wartet. So. So wie die letzten paar Male auch. Oh, da gibt es gerade ein Problem. We are looking for the target item. Okay, das ist schon wieder weg. Haben wir letztes Mal aber auch gerafft. Das hat nur ein bisschen länger gedauert. So, ich gehe rüber zum Gustelinchen und drücke hier einfach mal auf F5. Man sieht hier oben noch zum Beenden des Vollbildmodus. Also ich habe eben erst gewechselt. F5. Noch nichts. F5. F5. Aha. Okay.
Einmal die Glock 18 Water Elemental, sodele und sodele. Und noch die Food Chain. Achtung, ich drücke hier einmal F5 und, ah ja, da ist sie ja schon. Dann nehmen wir die auch mal an. Sodele. Dong. Und sodele. Und zu guter Letzt F5. Na, Sapperlot. Wo sind wir denn hier? Jetzt müssten alle schon weg sein, bis auf die In Living Color. Genau, und die ist gerade noch am withdrawn. Wenn die jetzt nicht direkt da ist, dann lasse ich das diesmal liegen, so wie ich es letztes Mal auch schon angekündigt habe, und sage ich einfach nur Bescheid, ob die ankam oder eben nicht. Bis jetzt hat er das nie ein Problem gemacht. Achso, warte mal, was habe ich hier? Achso, das ist noch voll Pumuckl. Läuft. Heute gibt es übrigens unter anderem diese M4A4 Desolate Space im Livestream-Giveaway. Rankommen, meine Damen und Herren. 18 Uhr geht's los. Nochmal ganz kurz wiederholt, falls jemand von euch zufällig reindaddeln sollte, testet mal bei den Dream Chasing Series diese 1-Dollar-Case, ob die euch auch so gönnt. Also ich hatte so ein bisschen diese Exploration-Vibes. Ich meine Operation-Vibes, wollte ich jetzt ja sagen, ja. Gut, wir sehen uns dann jetzt gleich im Livestream. 18 Uhr geht es wieder los. Vielen Dank fürs Zuschauen, vielen Dank für die Kommentare und für die Likes. Haut rein, later. Mit Instagram kleben die Sachen ziemlich einfach. Von Papa wünsche ich mir 100 Rollen. Dann zur Weihnachtszeit, dass ich mal langsam einen Kartoffelflip esse. Denn dann gehen wir deiner dicken fetten Mutter auf die Instagram-Messe.